Steht auch unter Teilquarantäne. Darf nur raus und einkaufen, nicht mehr wegen einer leichten Erkältung. Aber bist du denn getestet worden oder einfach nur, sie bleiben jetzt zu Hause wegen, weil sie haben Anzeichen? Wie läuft das denn ab? Also ich habe auch immer so ein leichtes Ziehen in der Lunge, aber ich werde Teufel tun und zum Arzt gehen, weil die haben ja eh keine Ahnung. Ich bin kein Freund von Ärzten, muss man fairnesshalber dazu sagen. Geht gleich weiter. Ich muss mal eben beim Cloudbot gucken, was mit dem los ist. Der ist an. Ah nee, Quatsch. Das ist doch gar nicht der Bot. Doch, der Bot ist richtig, aber... wo war der nochmal? Timers, ne? Alle 30 Minuten nach 5 Zeilen sollte was kommen. Weil den habe ich noch nicht so lange drin. Der ist erst seit ein paar Tagen aktiv. Und deswegen wundere ich mich gerade, dass gar nichts kommt. Werbung für YouTube. Nach mindestens 5 Linien sollte alle 30 Minuten... Oder ist der schon gekommen? Nee, aber das ist doch... Nee, hier ist noch gar nichts gekommen. Der ist noch gar nicht gemacht worden. Alles klar. Timer updated. Ja, das will ich auch hoffen. Vielleicht passiert ja mal irgendwann was. So, gehen wir zurück ins Spiel. Teechen trinken. So, also dann sieht die Wasserstation auch nicht ganz so kacke aus. Ne? Jetzt weiß ich nicht, gibt es da noch ein Zeichen für? Einrichtung wäre das, glaube ich. Ne? Nee, ich glaube Bau. Bauschilder. Schilder. Gibt es für das Wasser ein Zeichen? Sieht nicht so aus, ne? Ich will ja jetzt nicht Werkstatt-Symbol dran machen. Was hat er denn hier? Aha. Aha. Standschilder. Aha. Der Arzt hatte mir Blut und Speichel abgenommen und eingeschickt und bis zum Ergebnis durfte ich gar nicht mehr raus. Dann kam der Anruf, hab den Mist nicht, aber nur raus zum Einkaufen wegen einer angegriffenen Immunsystem bei einer Erkältung. Also mehr, damit du dich selber nicht ansteckst, ja? Was ist das denn hier für ein Scheiß? Pfui, das sieht doch kacke aus. Kann man das noch gerade machen? Gut, Eigenschutz geht immer vor. Das ist, das sollte... Glätten ist es nicht, ne? Meißel? Ich weiß zum Beispiel noch nicht, was man hier nehmen muss. Aber ich will das hier runterkriegen. Nicht Gras. Wieso machst du Gras? Oder geht das nicht runter, weil da ein Weg ist? Das könnte natürlich auch sein, ne? Ich weiß zwar nicht, warum da jetzt Gras ist, aber... Das wäre doch hier, diese Farbe. Mach mal, was haben wir denn hier? Weil das habe ich noch nie so richtig testen können. Guck mal, was hier plötzlich für ein tiefes Loch ist. Das habe ich wahrscheinlich gerissen, oder? Ist ein bisschen stark eingestellt. Könnte das sein? Ja, wenn ich gleich ein großes, tiefes Loch habe, ist falsch. Das sehe ich auch so, ja. Also das sind doch so die Eigenheiten dieses Spiels, wo ich immer sage, so, was will es mir sagen? Es ist bestimmt, es muss doch eine Funktion geben hier, wo du sagen kannst, hier in der Höhe. Ohne pleite zu gehen. So. Man muss nur den Scheiß abreißen hier. Das sieht doch kacke aus. Jetzt mal ehrlich. Mach doch sowas nicht. Das kann ich nie abreißen. Hier schwebt doch was in der Luft, oder? Ja, wenn du dich natürlich mit sowas beschäftigst, ne?
dann weißt du, hast du zu viel Freizeit. Unglaublich. Ist das der Stein hier? Ja, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Das ist mir auch klar. Warum kann ich denn diesen Weg hier nicht löschen? Und das ist der Grund, warum ich diese Kampagnen so hasse. Dass du nichts vernünftig machen kannst, weil du immer an irgendeiner Scheißecke hängen bleibst. Aber man spielt sie doch. Ich will das Spiel ja kennenlernen. So. Reiß doch mal einer das Gestrüpp ab. So. Das extreme Gefriemel lohnt nicht im Karrierezoo. Zeitverschwendung, da man eh nachher seinen eigenen Zoo macht. Und du kannst nicht alles bearbeiten und abreißen in der Karriere. Deshalb bin ich nach kurzer Zeit in den Franchise-Modus gegangen. Da kann man alles probieren und rumpuzzeln. Ja, bin ich bei dir. Das sind so Dinge. Ne? Irgendwo hat man den Anspruch, es schön zu machen. Macht natürlich auch erste Erfahrung, vor allem fehlerhafte Erfahrung. Aber es ist. Ja, es könnte. Ja, es könnte schöner sein. Bin ich bei, ja. Normalerweise würde ich da jetzt ein Schild hinmachen wollen und so weiter, aber das ist natürlich völlig recht, macht keinen Sinn. So, was wir aber machen müssen, ist das Ding nicht vergessen, und zwar bei den Arbeitsbereichen Lake Water Power, da kann das mit rein. Damit dieser Weg hier ab hier frühstückt ist. So, perfekt. Dann haben wir das doch mal. Und dann könnten wir jetzt eigentlich hoffend... also ich habe immer noch das Gefühl, ich habe zu viel Personal. Die Zoopfleger, ja, die brauchen wir. Tierpfleger, brauche ich wirklich so viele Tierpfleger? Im Eingangsbereich habe ich 3. Das wären 6. Wären dann natürlich schon sinnvoll. Dann habe ich so ein bisschen Sorge. Weil normalerweise bei den Vivarien muss ich später natürlich genug haben. Weil 4 Vivarien. Wobei da reicht meines Erachtens auch eine. Aber hier auf dem Weg... Müsste ich doch. Ne? Ich habe ja hier noch 2 Gehege. Das war Fort Court Side. Also Fort Court Side hat nur einen einzigen. Wärst du ja sinnvoll, ne? Aber müsste ich da nicht auch einen zweiten einstellen eigentlich? Jetzt bin ich gerade auch etwas irritiert, weil 1, 2, 3, das ist das dritte Gehege. Wo hat denn das vierte Gehege seinen Eingangsbereich? Das habe ich nämlich beim letzten Mal noch gar nicht... Also von dem Bereich... Ah, ist klar. Alles klar. Ja gut, dann brauchen wir den nicht. Dann kann der Tierpfleger... was hältst du denn davon, wenn du auch zu den Vivarien rübergehst? Die können wir gleich einrichten, das ist okay. Techniker haben wir. Sicherheitsdienst... müssen wir mal gucken, was sich da so passiert. Und die Verkäufer, guckt ihr mal an, wie viele Verkäufer ich habe. Untätig, untätig. Ja, das sind die mir die richtigen, weißt du? Denn ich habe so das Gefühl, ich verliere einfach Geld, weil ich nicht genug Gewinn mache.
So, Geldautomaten kosten bei mir Geld, logischerweise. Oh, 2 Euro. Ich meine, bis 10 kann man, glaube ich, hoch. So, hier haben wir die Toiletten. Die sind auch kacke. Da, wie gesagt, habe ich was für gebaut, aber... Toilette, 80 Cent. Muss drin sein. Ne? Ups. Na komm, machen wir 1 Euro. Wir wollen ja schließlich Geld verdienen. So. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was die Besucher so sagen. Was sagt ihr denn? Bildung lässt Gäste länger auf maximaler Zufriedenheit bleiben. Geht nach Hause. Der Zoo ist sehr geräumig, ja. Du warst nur zum Fressen hier, oder was? Also das muss ich jetzt natürlich einpendeln, weil der ist ja nur ein paar Minuten gelaufen. Bis jetzt habe ich ja nur stundenlang organisiert. Also seit 2 Stunden mache ich eigentlich nur erstmal Grundorganisation. Damit wir hier genug Bildungspunkte und so weiter kriegen, weil das ja in dem Level eine Aufgabe ist. Wir können jetzt mal langsam laufen lassen und gucken uns mal an, wie es zum Beispiel unseren Giraffen geht. Lebensqualität ist nicht so geil, weil zu wenig Beschäftigung. Was haben wir denn noch? Gehege. Gehege gefällt euch noch nicht so. Temperatur. Dann gehen wir doch mal durch. Gelände. Also ein bisschen viel Erde. Aber das geht. Bei der Bepflanzung. Du bist mit der Goldakazie nicht einverstanden, ne? Dann nehme ich dir die doch weg. Jetzt hast du 100%. Jetzt müssen wir nur noch, weil das jetzt natürlich wieder ein bisschen blöd aussieht. Was bist du denn? Du bist, also einmal haben wir Biom, Tropen, Graslandschaft und Kontinent Afrika. So, dann können wir doch eigentlich hier mal gucken, was wir hier so Schönes hinbauen. Hier ein bisschen schön. Ja, und wieder das Overlay. Ich hasse das so sehr, ne? Dass alle Tasten immer doppelt und dreifach belegt werden, weil jeder meint, er wäre so wichtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, die schweben, oder? Wieder ganz schlechte Optik hier. Ganz schlechte Optik. Komm, hier, hol mal die schwebende Pflanze ab. 3D-Spiele und Optik, das ist so mein Ding. Die scheinen auch zu fliegen hier, ne? So, was können wir denn noch machen? Brennnesseln mögen die alle. Also ich weiß nicht, wer Brennnesseln geil findet, aber... Also ich würde mich von den Brennnesseln eher fernhalten, aber... So. Dann haben wir hier ein bisschen grüner. Hier kann auch ein bisschen was Grünes hin. Bisschen näher ran. So. Brennnesseln. Dann verdrehen wir uns mal ein bisschen. Ja, den wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Aber wie das immer so ist mit den vielen Tasten, die man so drücken kann, ne? Ja. Einmal den roten hier ran und einmal mit hier runter und dann kann der noch mal ein bisschen ran. So. Ja, kann noch was finden. So, hier noch einer. Da noch was Rotes. So. Kann noch ein bisschen Brennnessel hin.
Damit wir es einfach hier so ein bisschen grün haben. Also. So. Dann sieht es doch ein bisschen angenehmer aus.